Also frei, fang einfach mal an. Andreas Gluch, die meisten kennen mich, glaube ich. System Sales Engineer bei Filewave, jetzt seit 4,5 Jahren. Genau. Nicht viel mehr, glaube ich, zu sagen. Wie gesagt, die meisten kennen mich, glaube ich. Und übergebe an Kaiser. Kaiser Nguyen, mein Name. Ich bin seit knapp einem Jahr bei Firewave als Pre-Sales Engineer. Ja, und unterstütze in technischer Hinsicht unsere Sales-Kollegen. Bin ich üblich, mein Name ist Andreas Rhein, ich bin Chapter Lead für MTM in unserem Bereich, also ich bin Line Manager für alle unsere Entwickler, die in den verschiedenen MDMs arbeiten, genau, und leite das eben und versuche das weiter voranzutreiben, und bin hier, um technische Fragen, falls möglich, zu beantworten oder zumindest aufzunehmen und weiterzuleiten an die Leute, die diese am besten beantworten. Super, dann würde ich sagen, jetzt ist unser Publikum dran. Fragen Sie, wenn Sie Fragen haben. Sie haben sicherlich die eine oder andere Frage. Wie Rebecca Weiß schon erwähnt hat, einfach in den Chat schreiben oder eben unmuten. Ja, ich fange mal an. Christoph Holzapfel aus Berlin. Ja, eigentlich hatten verschiedene ja das auch schon mal eben in den Chat bei der Hauptpräsentation geschrieben, was die Integration von anderen Remote Support Tools neben TeamViewer anbetrifft. Also wir sind zum Beispiel zu Anydesk gewechselt, weil wir die Subscriptions von TeamViewer ein bisschen heftig fanden. Ja, wie ist da der Stand? Ist das überhaupt vorstellbar, möglich, oder habt ihr da vielleicht schon ein bisschen was auf der entfernteren Roadmap? Also erstmal danke für die Frage oder Fragen, Plural in dem Fall. Wir können es gut verstehen, dass die Subscription direkt manchmal ein bisschen hart zu Buche schlägt. Dazu kann ich sagen, die wird in unserem Fall, ich würde sagen, in 90% ökonomischer sein für unsere Kunden. Das ist das eine. Darf ich kurz zwischenfragen? Also, ich habe das jetzt so verstanden, dass es einerseits erforderlich ist, die TeamViewer-Subscription separat als Firma zu haben, plus dann bei eurer Nein, Seite noch was Kleines nein, on top. Ah, nein. okay, ihr bietet das quasi als Bundle Exakt. an. Das klingt dann, mach mal weiter. Wie klingt das denn dann in der Kasse? Also wie gesagt, es wird tatsächlich, es gibt momentan noch kein öffentliches Pricing. Aber wir schauen natürlich, dass das Ganze eben spannend und attraktiv wird und somit wird es ökonomischer werden. Ich würde sagen, in 90% der Fällen, es wird, bitte, bitte hier in dem Fall nicht festlegen, wenn dann irgendwo auf diesem Planet die eine oder andere Ausnahme geht und sagt, jetzt zahlen wir doch mehr als vorher. Das mag sein, aber im Moment kann ich mir das nicht vorstellen. Das, was ich momentan da mitbekommen habe, wird es ökonomischer werden. Aber es wird nicht so sein, dass es eine TeamViewer-Lizenz braucht und unsere Lizenz, Okay. sondern unsere löst die bestehende TeamViewer-Lizenz ab. Ah, okay. Ja, war mir schon klar, dass du da diplomatisch, sibyllinisch nur antworten kannst und keine Hausnummer. Aber danke, ich bin jetzt Super auch wieder gerne. leise. Nee, alles gut, sprich ruhig weiter. Was andere Tools betrifft, sind wir momentan nicht dran. Ganz offen gesagt, wir haben sehr, sehr lange evaluiert, was machen wir in diesem Bereich überhaupt? Entwickeln wir was Eigenes? Also wir kamen an den Punkt, dass unser VNC so nicht mehr zeitgemäß ist und ausreicht. Bedürfnisse sind einfach gewachsen. Also sei es, dass angezeigt wird, welcher Administrator verbindet sich. Das bietet der VNC nicht. Der bietet ja nur das ein Administrator, aber nicht der eigentliche Admin. Um jetzt nur ein Beispiel zu nennen, also plus Chatfunktion und so weiter. Da war einfach zu limitiert. Und da haben wir wirklich sehr, sehr lange evaluiert, in welche Richtung gehen wir dann. Wie gesagt, entwickeln wir was Eigenes oder lizenzieren wir ein bestehendes Produkt. Als die Entscheidung fiel, ein bestehendes Produkt zu lizenzieren, gab es dann quasi die zweite Evaluierungsphase, welches? Und da hat sich TeamViewer schlicht und ergreifend durchgesetzt. Und weil das einfach in ganz, ganz vielen Bereichen, gerade im Industriebereich, Standard ist, sehr, sehr viele
oder eigentlich alle Features, die wir gebraucht haben, komplett abgedeckt haben. Also auch da gibt natürlich auch Wettbewerber, die das auch teilweise auch für uns deutlich günstiger angeboten haben. Aber da war dann auch wieder Entwicklungszeit, bis das Feature kommt und das Feature kommt. Und TeamViewer hatte einfach am Ende des Tages das komplette Paket. Und dann haben wir uns dafür entschieden. Warum wir jetzt nicht hingehen und jetzt, sage ich mal, ähnlich wie bei den IDPs, hingehen und sagen, okay, wir starten mit Azure und jetzt Google und jetzt kommen vielleicht noch weitere hinzu. Das ist so momentan nicht geplant für die Remote Desks. Und das hat einen ganz, ganz simplen Grund. Manpower, Human Resources, wie du es immer nennen magst, das ist ein Riesenaufwand, das Ganze zu implementieren. Und wir würden uns gerne derzeit auf TeamViewer konzentrieren, eben weil es ein super Gesamtpaket ist, das einfach genau die Bedürfnisse, die unsere Kunden haben, einfach komplett in dem Fall abdeckt. Ja, das dachte ich mir schon. Ich hätte noch eine andere Frage, die jetzt die Remote-Tools nicht anbetrifft. Mhm. Für uns ist es immer ziemlich nervig, wenn wir jetzt betreuen verschiedene Serverinstanzen. Wenn wir im Admin-Tool, sei es IDP-Login oder direkt über das Admin-Tool uns einloggen und wenn wir dann wechseln zu einem anderen Server, dann endet das immer das komplette Admin-Tool. Also wir arbeiten zu 100% unter macOS und dann müssen wir es wieder starten, wieder den ganzen Weg. Gibt's da, haben da andere auch das Problem und kennt ihr das und gäbe es eine Lösung oder ist das jetzt einfach so, wie es ist? Ohne jetzt genau den Prozess zu können, das Erste, was, also mir fallen zwei Dinge dazu ein. Ja, es ist so. Also der Native Admin bietet jetzt nicht die Möglichkeit Logout und Login wie der Web-Admin. Ja, das ist so. Eine alternative Möglichkeit dazu fällt mir ein, gerade wenn es sich um mehrere Instanzen handelt, ist unser MSP-Portal zu verwenden. Was man sich auf GitHub runterladen kann, kleiner Docker-Container, die über ein Application Token dieses Portal, die Server mit dem, die Instanzen mit dem Portal verbinden. Und dieses Portal bietet die Möglichkeit, mit einem Mausklick auf Connect, in Connect zu klicken und dann öffnet sich der Native Admin. Das ist der eine Vorteil. Also, wenn man auf Connect klickt, öffnet sich der Native Admin. Und der ist einfach da und ich muss ihn schließen, aufmachen. Nächster Vorteil ist, wenn ich mich darüber zu einem Server verbinde, wird mir oben, quasi in der obersten Zeile des Native Admins, wird mir der Name der Instanz auch angezeigt. Okay. Das hilft manchmal bei der Orientierung, gerade wenn man, weiß ich nicht, zwischendurch sich einen Kaffee geholt hat oder sowas. auf welchem Server war ich denn jetzt zum Beispiel? Weil ich habe jetzt, weiß ich nicht, einen halben Tag mit 24 Servern gearbeitet und ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Der wird da angezeigt. Okay, dann müssen wir uns das MSP-Portal nochmal zu Gemüte führen. Das haben wir jetzt mitten am Start. Das würde ich wirklich empfehlen, vor allem, weil es ist simpel. Unter GitHub steht eine komplette Anleitung drin, wie das zu machen ist. Es ist, wie gesagt, ein kleiner Docker-Container. Es ist sicher, weil die Authentifizierung über Application Token funktioniert und ich kann dort eben auch die Admin-Credentials direkt hinterlegen, sodass ich einfach durch den Connect-Button mir direkt die Instanz aufrufe. Plus, ich habe eine wunderbare Übersicht über meine Server. Wie geht's denen? Das heißt, die Primary Services werden angezeigt mit einem grünen oder, also wenn alles gut ist, mit einem grünen, wenn was nicht in Ordnung ist, mit einem roten Knöpfchen. Ich sehe, wie viele Lizenzen, Mobile und Desktops, sind auf diesem einzelnen Server enrolled, also aktiv. Ja. Und ich sehe nachher unten sogar noch eine Zusammenfassung von allen benutzten Lizenzen. Und es ist ein kostenloses Tool, deshalb, das wir eben, wie gesagt, über GitHub zur Verfügung stellen. Kann ich nur sehr ans Herz legen. Kaisern, wenn du vielleicht gerade kannst, wenn du den Link hast, gerade im Chat vielleicht nochmal posten zu unserem MSP-Portal. Ja, das wären meine Fragen fürs Erste. Super, vielen lieben Dank. Jo, gerne, Andi. Wenn wir dann die TeamViewer-Lizenzen von Firewall für Client benutzen können, sind die viel mehr eingebunden sind. Genau, also hier nochmal, Stefan Oberle hat nochmal gefragt, werden wir dann die TeamViewer-Lizenzen von Firewall für Clients benutzen können, die nicht in Firewall eingebunden sind? Werden wir dann die TeamViewer-Lizenzen von Firewall für Clients benutzen können, wenn nicht?
Es geht darum, wenn man jetzt eine eigene eigene TeamViewer-Lizenz hat, Ja. Ob man die auch nutzen kann oder ob die von TeamViewer genutzt werden muss, weil es kann ja sein, dass man Sonderkonditionen hat, die dann nochmal deutlich günstiger sind als das, was gegebenenfalls über Firewave möglich ist. Das kann ich so nicht beantworten, fürchte ich. Das muss man dann im Einzelfall betrachten. Auch tatsächlich dann ökonomisch abwägen. Ich glaube nicht, also, ja gut, ich meine, wenn man jetzt hingeht und sagt, man hat sein TeamViewer so oder so laufen, man ist ja nicht gezwungen, den von Firewave zu nutzen. Ja, also das heißt, wenn man jetzt sagt, ich hab Sonderkonditionen oder ich habe gute Konditionen bei TeamViewer, wir nutzen das weiterhin, dann kann ich den nebenbei laufen. Die Integration funktioniert dann in dem Fall nicht. Ja, also ich muss es dann quasi als Nebenapplikation, das heißt, ich kann dann nicht aus dem Native Admin TeamViewer verwenden und der verwendet dann den, der schon da ist. Das wird wahrscheinlich so nicht funktionieren. War das die Frage? Oder habe ich die Frage damit beantwortet? Ja, nein, vielleicht. Ich mache nochmal einen Chat auf. Okay, dann gehe ich gerade mal zur nächsten Frage. IPv6 wird im Native Admin nicht angezeigt, wird es in Zukunft so unterstützt werden? Andreas, magst du dazu was sagen? Klar, eigentlich ist es nur eine relative Kleinigkeit. Das Datenbankschema ist eben aus einer Zeit, in der wir noch die IP-Adresse als 4 Byte wirklich speichern. An sich wäre es jetzt keine gigantische Änderung. Es war eben nur auf der Roadmap nicht besonders weit oben. Ich werde es aufschreiben, dass die Frage kam und Product Management fragen, ob wir das höher priorisieren können. An sich. Es ist keine Riesenänderung, es ist nur, ja, wie schon erwähnt, Manpower ist zurzeit wie überall etwas knapp. Deswegen müssen wir halt einfach priorisieren, was hat jetzt eine hohe Priorität, was hat eine geringe Priorität. Aktuell nicht, aber ich werde es vorbringen zu Product Management. Vielen Dank. Zur Frage mit UAG. Authentifizierung verwenden, um als lokale Admin bzw. Skript ausführen zu können. Geht das wirklich? Laut Matteo ja. Ich habe es nicht getestet. Andreas, weißt du es? Also Matteo sagte, no prop. Ich weiß es leider auch nicht. Ich kann mal, Okay. ich würde es im Windows-PO direkt nebenbei schreiben, vielleicht kriege ich eine Antwort. Sehr schön. Ja, ich frage direkt mal. Hier war nochmal die Frage, was ist, wenn ich den Rechner meiner Oma steuern will, sie nicht in Firewave registriert ist, kann den TV-Client betreuen oder brauche ich einen Kunden eine zusätzliche TV-Lizenz, um eine normale TeamViewer-Session benutzen zu können? Also, vielleicht nochmal kurz, es geht bei unserer TeamViewer-Lizenz um eine direkte Integration in den Firewave-Admin. Will heißen, der Firewave-Admin shippert das Signal rüber zum Firewave-Client. Und der öffnet dann TeamViewer. Das heißt, es geht von Firewave zu Firewave. Es ist intern. Wir haben TeamViewer hier integriert. Wir kommunizieren nicht mit einem sonstigen TeamViewer. Und wir können nicht auf ein Gerät vom Firewave-Admin aus zugreifen, das eben kein Firewave-Client installiert hat. Auch deshalb haben wir eine neue IPA für iOS gebaut und eben auch für Android neue Geräte, damit das Ganze eben integriert ist. Und eben deshalb müssen auch die Windows und die macOS-Geräte müssen auf 14.6 sein, sonst wird es nicht funktionieren. Das heißt, weil die Kommunikation findet über den Firewave Client statt. Wenn die Oma auch mitgesteuert werden soll, ja. Aber richtig, die Oma kann mit Gratis-TeamViewer. In der Tat. Genau, super. Okay.
Haben wir noch Fragen? Ja, etwas weiter oben im Chat war noch eine Frage von Herrn Worsch. Bezüglich dem Client Monitor für Remote Devices hatte ich in Erinnerung, dass dazu ein Netting implementiert werden soll, um darüber auch Geräte zum Beispiel im Homeoffice erreichen zu können. Ist das Feature noch auf der Roadmap? Im Web-Admin ist es bereits drin. Und im Native-Admin, Andreas, korrigiere mich, 14.6, sollte es auch im Native-Admin drin sein. Ich hätte sogar gedacht, das ist, weil das auf eher ein Backend, eine Backend-Geschichte ist. Also ich bin mir nicht 100% sicher, ob es im Native-Admin wirklich schon drin ist. Aber an sich würde kein Grund einfallen, warum es nicht implementiert werden kann oder nicht bereits implementiert werden. Wurde. Ich schaue gerade mal nach dem Ticket und ob es native dann auch gemacht wurde. Ja, und ich gucke auch gerade mal nochmal selbst auf die Roadmap drauf. Also wie gesagt, im Web ist es ja da. Und im Native war es auf der 14.6 in der Roadmap drin, als ich das letzte Mal drauf geschaut habe. Okay, die ist gerade ein bisschen überlastet, da komme ich gerade nicht drauf. Mal über die KB gehen. Sind es sonst noch Fragen, die man vielleicht parallel dazu beantworten kann? So, hier haben wir doch die Roadmap 14.6. Machen wir groß. Steht nicht mehr drauf, sehe ich gerade. Das würde mich jetzt wundern. Also, lieber Herr Worsch, klären wir, was daraus geworden ist. Denn auch intern in der Kommunikation war jetzt nichts bekannt, dass es irgendwie fallen gelassen wurde, aus irgendeinem Grund. Müssen wir klären. Ja, finden wir auch super. Das mit der, also ich lese gerade im Chat, ich sehe, dass die automatische Zertifikatserneuerung mittlerweile auf der Roadmap ist. Ja, da wird definitiv was kommen. Ich verrate aber nicht, was und wie und überhaupt. Und welche Bereiche das trifft. Wir leben ja... Also es geht ja speziell um die APNS-Zertifikate. Ja, ja, da ist schon, da kann ich ein bisschen verraten, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass da gerade für den Web-Admin-Bereich schon ein bisschen länger was, also zumindest geplant ist, jetzt nicht unbedingt auf der offiziellen Roadmap ist, aber tatsächlich das Ganze eben deutlich zu vereinfachen. Eine völlige Automatisierung ist meines Wissens nach nicht möglich. Andreas, darfst du mich gerne korrigieren. Weil eben Apple da noch mitspielen muss. Ich glaube auch, also für das APNS-Zertifikat ist es, glaube ich, nicht, meines Wissens nicht möglich, es komplett zu automatisieren, weil man eben über das Portal gehen muss. Hier geht es vor allem um die Zertifikatserneuerung bei Windows auch, für Windows MDM, die jetzt für die nächste Version doch bei uns eingeplant, weil dort eben die aktuellen Windows-Clients haben ein Zertifikat von einem Jahr und wir wollen das eben, bevor die ersten Customer an diese Grenze laufen, wollen wir das eigentlich implementiert haben, also eigentlich in der nächsten Version, spätestens in der übernächsten. Okay, also es ist, wie gesagt, APNS, es wird der Web-Admin wird immer weiter vereinfacht. Wenn man ihn nach einem Update zum ersten Mal startet, sieht man, da ist so ein Setup-Guide drin. Und der wird immer weiter ausgebaut, immer weiter vereinfacht. Also jetzt kann man ja schon wählen, okay, hier jetzt Windows-Konfiguration, Apple-Konfiguration oder Microsoft-Konfiguration und Apple-Konfiguration. Dann möchte ich Azure oder Okta als IDP drin haben. Da kommt natürlich hier Google noch dazu. Und da wird auch der Prozess mit dem Erstellen eines CSRs und so weiter, das Ganze wird vereinfacht werden, aber wie gesagt, man kommt an dem Apple-Portal nicht vorbei. Also es wird keinen Knopf geben, da bin ich mir relativ sicher, weil wir einfach da die API, also weil wir da einfach Apple brauchen zum Signieren des Zertifikats. Es wird, glaube ich, nicht einen Knopf geben in Filewave, das einfach sagt Renew. Also man braucht einen CSR,
das Signieren von unserer Seite aus wird vereinfacht werden, dass man eben nicht mehr unbedingt auf unsere Webseite muss, dann von uns als Hersteller die Signatur haben muss, um dann im Apple-Portal das Ganze als Zertifikat bauen und dann runterladen und dann wieder exportieren. Das sind Schritte, da werden wir nicht drum herum kommen. Also wenn da ein vereinfachter Prozess gewünscht ist, dann bitte an timcook@apple.com. Der kann da, glaube ich, mehr erreichen als wir. Bezüglich der Frage für NAT, für kleinen Monitor. Ich habe gerade nachgeschaut, also Verify zum Beispiel wurde implementiert für, gibt es ein Double NAT, was genauso funktioniert wie im Webadmin. Für kleinen Monitor wurde es zurückgestellt, weil wir gesagt haben, diese Funktionalität ist eigentlich nicht nur, also beziehungsweise kleinen Monitor sollte wahrscheinlich sogar auch funktionieren. Was auf jeden Fall nicht funktioniert, ist VNC, weil wir da gesagt haben, dass wenn wir durch TeamViewer ersetzen, macht das eigentlich keinen Sinn. Für Client Monitor jetzt mal ganz genau checken. Nee, es ist aber Client Monitor noch nicht. Also Verify funktioniert, aber Client Monitor an sich noch nicht. Ist auch aktuell nicht eingeplant. Müssen wir dann höher priorisieren, wenn es notwendig ist. Werde ich auch die Frage an Product Management weiterleiten. Erst, wir haben da noch eine Frage bezüglich des Kiosk. Die Kiosk-App unter Windows sieht auf 4K-Displays horrormäßig aus und ist nicht zu gebrauchen und viel zu klein. Geht da was? Ich würde sagen, gern Bug-Ticket erstellen oder ein Support-Ticket. In der Theorie ist das wahrscheinlich also die Kiosk-App ist ja mit Qt geschrieben. Es könnte sein, dass das einfach nur für High aktivieren müssen sozusagen, dass es eine High-DPI-App sein soll. Ich weiß noch, wir hatten ähnliche Probleme auf macOS. Also gern ein Bug-Ticket erstellen oder ein Support-Ticket erstellen. Können wir auch machen. Und dann werde ich mal das Windows-Team fragen. Es kann sein, dass es nur eine Einfallkonfiguration ist. Ich denke nicht, dass wir da bloß was neu durcharbeiten oder neu arbeiten müssen. Okay, Ticket existiert, aber da geht nichts. Okay. Also Andreas, push it. Gut, dann werde ich mal fragen. Die Ticketnummer, ist die bekannt eventuell? Oder von wo ist diese Information, dass das Ticket existiert? Ich würde wahrscheinlich selbst eingetötet haben. Weil es wäre interessant, aber gut, es kann natürlich sein, dass es jetzt ist aber jetzt kein Windows 11-spezifisches Problem, wenn ich es richtig verstehe, sondern allgemein Windows. Das ist 4K, ja. Die Anwendung, die Auflösung, dass eben ja, wie du schon gesagt hast, der Kiosk kein High-DPI ist, sondern... Ich frage, ich leite es auch weiter an das Team. Sind die Zeiträume für Updates frei definierbar? Im Moment sind sie vordefiniert. Wir arbeiten auch da weiter in die Richtung, immer mehr Freiheiten zu geben. Ist zumindest... jetzt nicht ganz fest auf der Roadmap, aber immer wieder auch in der Diskussion im Moment. Also die Antwort ist, die Zeiträume für Apps und auch für OS-Updates sind momentan definiert. Wobei das in 14.6 ich noch nicht gesehen habe, wie es für die Apps ist. Andreas, hast du es schon gesehen? Ist der Zeitraum für die Updates frei definierbar? Meines Wissens nach sind die vordefiniert wie bei den OS-Updates jetzt schon in 14.5. Updates für Apps, also es gibt dieses Feature über den Webadmin, in dem man Windows angeben kann, in welchen die Updates installiert werden sollen, und allgemein können wir auch für Updates halt, müsste möglich sein, meines Wissens, dass man definieren kann, ab welchem, also auf Fileset-Ebene. Es geht wirklich um die Zeiträume, also wir haben mit 14.5 im Webadmin haben wir die Working Hours oder am Weekend oder sowas, da sind fest vordefinierte Zeiträume, ob man die komplett frei definieren kann. Meines Wissens nach noch nicht, der Weg wird dahin gehen. Das wäre jetzt eine Frage fürs Webteam. Ich weiß es extra nicht, ob wir es komplett frei definieren können. In der Theorie technisch wüsste ich jetzt nicht, warum es nicht möglich sei, aber es kann einfach sein, dass die UI an der Stelle nicht gemacht wurde, wo man gesagt hat, in der ersten Iteration definiert man Zeiträume vor und in der späteren Version soll es dann eine UI geben. Wir könnten, das wäre vielleicht auch eine Frage an Support, die man zählt über Support, wenn es jetzt wirklich ein dringendes Requirement gibt, dass man sagt, man
und will jetzt einen speziellen Bereich, einen speziellen Zeitbereich erstellen, dann ist es eventuell möglich, das über die Datenbank zu tun und dort einen neuen Bereich anzulegen. Das müsste man aber im Detail klären. Aber nehmen wir auch auf. Dann gibt es noch eine Frage über die integrierte Backup-Lösung, die für den Server geplant ist. Im Moment nicht. Also im Moment ist das Skript, das man in unserer Knowledge Base findet, das ist momentan unsere Backup-Lösung, die auch bitte jeder haben sollte. Ganz, ganz wichtig. Über die stellen wir eben nun mal sicher, dass das eben alles da ist, die integrierte Datenbank zuverlässig gesichert ist und wir einfach darüber arbeiten können. Ob es dafür jetzt in Zukunft einen Knopf geben wird, der ist momentan zumindest nicht geplant. Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, ob das in die GUI eingebaut wird. In der Regel ist es so, einmal per SSH auf den Server drauf, das Backup eingerichtet, und dann fasst man das in der Regel ja auch nicht mehr so wirklich an. Und wie gesagt, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, ob das irgendwie in die GUI integriert werden soll, man muss tatsächlich auch immer so ein bisschen aufpassen, überlade ich eine GUI oder nicht. Und bisher ist es bei uns so, zumindest auch angekommen, dass das Backup, das wird eingerichtet und dann hoffentlich braucht man es nie wieder. Habe ich die Frage richtig verstanden und entsprechend beantwortet? Ich hoffe so. Wenn nicht, einfach nochmal kurz reinmelden. Haben wir noch was? Bestimmt. Ja, nein, vielleicht. Tatsächlich wurden, glaube ich, bisher alle Fragen im Chat beantwortet. Also falls noch jemand Fragen hat, immer her damit. Genau, wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum, was ist als nächstes auf der Agenda? Recap. Ach, stimmt, genau. Nee, das Recap. 12:30 Uhr. Ja, ich sehe, der Tobias hat sich schon ziemlich gut im Firewave eingefühlt mit multiplen Aufgaben. CCO, CEO und jetzt um 12.30 Uhr ist er auch CTO. Das ist ganz normal, nicht wundern, das ist ganz normal bei Firewave. Hier hat nicht jemand eine Aufgabe, sondern wir sind da recht flexibel und unser C-Level geht mit gutem Beispiel voran. Fantastisch. Gut, im Zweifelsfall, wenn nichts mehr da ist, ich weiß nicht, wir können, Rebecca, was meinst du? Wir können gerne zusammen in den Hauptraum zurückgehen. Ja, ich poste nochmal den Link oder so. Genau, dann sehen wir uns da gleich. Vielleicht geht da das Q&A gerade noch im vollen Gange. Vielleicht nehmen wir da auch noch ein bisschen was mit. Ich sage vielen, vielen Dank an alle, auch natürlich auch für die Fragen, die offene Kommunikation. Danke Rebecca fürs Leiten, danke Kaisern, danke Andreas fürs Dasein und wie gesagt, das, was wir mitnehmen, nehmen wir mit, tüten wir direkt ein, da wird es dann entsprechend die Updates geben. Vielen lieben Dank und bis gleich im Hauptraum.